Das ist Jakarta. In der Hauptstadt Indonesiens leben über 10 Millionen Menschen. Und das hat seinen Preis. Die Stadt ist überfüllt, verschmutzt und ganz nebenbei versinkt sie buchstäblich im Meer. Und das ist Nusantara. Die künftige Hauptstadt Indonesiens, die noch in diesem Jahr eröffnet werden soll, obwohl sie sich gerade noch im Bau befindet. Und der Plan ist ambitioniert. Nusantara soll eine futuristische und nachhaltige Stadt im Dschungel sein. Demnach wäre die schätzungsweise 3 Milliarden Euro teure Stadt eine Hightech-Metropole, die mit erneuerbaren Energien betrieben wird und sich perfekt in die Umgebung einfügt. Im heutigen Video sehen wir uns an, wie das größte Land Südostasiens eine neue Megastadt aus dem Dschungel hochzieht. Und warum das nicht nur Vorteile, sondern auch einige Probleme mit sich bringt. Obwohl die Baustelle noch nicht nach viel aussieht, wird das hier schon bald die Zukunft für Indonesien sein. Auf einer Fläche viermal so groß wie Jakarta und 40-mal so groß wie Manhattan wird derzeit die erste von 5 Bauphasen umgesetzt. Die letzte Phase soll spätestens 2045 fertiggestellt werden. Und so riesig wie diese Fläche scheint, in dieser Stadt sollen nur 2 Millionen Menschen Platz finden. Aber warum? Das liegt daran, dass 2/3 der Stadt aus Grünflächen mit Wäldern, Gärten und Parks bestehen wird. Weitere 10% der Stadt werden von der Landwirtschaft eingenommen, sodass nur ein Viertel von Nusantara bebaut sein wird. Nusantara ist dabei nur ein Teil des Ziels der indonesischen Regierung, bis 2060 CO2-neutral zu sein. Die Stadt wird vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben und 80% der Wege innerhalb der Stadt werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt. Durch das öffentliche Verkehrssystem soll man Restaurants, Supermärkte und alles, was sonst noch benötigt wird, innerhalb von 10 Minuten erreichen können. Auf dem Weg zum Supermarkt soll man durch städtische Regenwälder schreiten. Durch die ganze Atmosphäre fühlt sich Nusantara eher an wie eine Stadt aus Avatar. Wenn die Pläne wirklich so realisiert werden, könnte man sich das doch gut vorstellen, hier zu leben, oder? Auf den ersten Blick sieht Nusantara wie ein Paradies aus. Vielleicht sogar zu schön, um wahr zu sein. Doch so einfach ist es doch nicht. Um die ganze Situation zu verstehen, schauen wir uns zunächst an, warum diese futuristische Stadt gerade jetzt aus dem Boden gestampft wird. Indonesien ist ein Inselstaat und mit 17.000 Inseln tatsächlich der größte der Welt. Seit dem 16. Jahrhundert liegt die Hauptstadt hier an der Nordküste der Insel Java. Aber Jakarta wurde nie gebaut, um die 10 Millionen Menschen zu beherbergen, die heute dort leben. Insgesamt schlängeln sich 13 verschiedene Flüsse durch Jakarta. Das macht die Stadt anfällig für Überschwemmungen, was aktuell ein riesiges Problem ist. Und durch schlechtes Wassermanagement wird dies auch noch stetig verschlimmert. Ein großer Teil der Bevölkerung ist auf Grundwasser angewiesen, was aus örtlichen Brunnen stammt. Diese Brunnen entziehen das Wasser weit unter der Stadt, wodurch die Erde geschwächt und der Boden gelockert wird. Die Folge? Jakarta versinkt jedes Jahr ein Stück weiter im Meer. Die Geschwindigkeit variiert, aber einige Stadtteile sinken um die 20 cm pro Jahr. Tatsächlich liegen bereits 40% von Jakarta unter dem Meeresspiegel und da der Meeresspiegel weiter steigen wird, hat Jakarta offensichtlich eine Mammutaufgabe vor sich. Angesichts dieser beängstigenden Situation beschloss Indonesien, eine neue Hauptstadt zu bauen. Über 1100 Kilometer entfernt, mitten im Dschungel. Das ist die Insel Borneo. Sie ist die drittgrößte Insel der Erde und wird von einem riesigen Regenwald bedeckt. Die Insel ist zwischen Malaysia und Brunei im Norden und Indonesien im Süden aufgeteilt. Und hier drüben, in einer Region namens Ostkalimantan, wird Nusantara gebaut. Aber warum hier? Nun, der Standort liegt eher in der Mitte Indonesiens. Dies dürfte eine bessere Verbindung zwischen der Regierung und den vielen restlichen Teilen des Landes ermöglichen. Gleichzeitig werden dadurch Ressourcen und Menschen von der Insel Java umverteilt, die derzeit knapp 2/3 der nationalen Wirtschaft ausmachen. Der große Vorteil der Region Ostkalimantan ist aber der Schutz vor Naturkatastrophen wie Überschwemmungen und Erdbeben. Darüber hinaus bietet der Regenwald eine enorme Menge an natürlichen Ressourcen sowie seine natürliche Ästhetik und eine riesige Artenvielfalt. Außerdem gibt es hier einfach viel mehr Platz, woran es in Jakarta sehr mangelt. Bei den seit Jahrzehnten bekannten Umständen dieser Stadt könnte man sich fragen, warum die Umsiedlung erst jetzt geschieht. Denn die Idee, die Hauptstadt zu verlegen, ist eigentlich nicht neu. Sie wurde bereits in den 50er Jahren aufgebracht, aber niemand war bereit, sich so sehr dafür einzusetzen wie der heutige Präsident Joko Widodo. Widodo ist studierter Forstwirt und gründete ein Möbelunternehmen, bevor er in die Politik ging. Er wurde 2012 Gouverneur von Jakarta, aber erst 2014 zum Präsidenten gewählt. Ab dann konnte er seinen Traum von einer neuen indonesischen Hauptstadt wirklich vorantreiben.
2019 kündigte er schließlich an, die Stadt offiziell umzusiedeln. Also, was ist die Vision für diese neue Hauptstadt? 300 verschiedene Unternehmen reichten Entwürfe für Nusantara ein. Aber das indonesische Architektur- und Designbüro Urban Plus wurde schließlich ausgewählt, den Großteil der Stadt zu gestalten. Ihre Vision ist es, eine Stadt zu schaffen, die mit der natürlichen Umwelt zusammenarbeitet und nicht gegen sie. Eine intelligente, urbane Landschaft, die sowohl die biologische Vielfalt Indonesiens als auch ihr reiches kulturelles Erbe einbezieht. Nusantara bedeutet eigentlich Archipel und ein Blick auf die Stadt zeigt deutlich, wie die Designer versucht haben, genau diese Identität des Inselstaates einzufangen. Werfen wir also einen Blick auf einige Gestaltungsdetails. Erhöhte Gehwege werden wichtige Verkehrsknotenpunkte miteinander verbinden und den Bewohnern den Zugang zum vollständig elektrischen öffentlichen Nahverkehr ermöglichen. Außerdem werden diese Gehwege und die auf Stelzen gebauten Gebäude eine bessere Luftzirkulation und Regenwasserableitung in der Stadt ermöglichen. Aber Moment mal, Gebäude auf Stelzen? Yep, richtig gehört. Das ist in Indonesien nichts Neues. Viele Häuser werden so errichtet, um sie vor Überschwemmungen zu schützen, genauso wie hier in Nusantara. Aber das ist noch nicht alles. Im Herzen der Stadt befindet sich der pompöse Präsidentenpalast. Dieses einzigartige Gebäude hat die Form des Garuda, eines mythischen Vogels und gleichzeitig Nationalsymbol Indonesiens. Auch auf Bali gibt es eine riesige Statue, die wir bereits in unserem Video über die höchsten Statuen der Welt vorgestellt haben. Der Garuda steht für Wissen, Macht und Tapferkeit und seine riesigen gläsernen Flügel mit einer Spannweite von 177 Metern erheben sich über der Stadt. Entlang dieser langen, geraden Straßen mitten durch die Stadt wird der Garuda sicherlich ein absoluter Blickfang sein. Aber wo es einen Präsidentenpalast gibt, gibt es natürlich auch einen Vizepräsidentenpalast. Logisch. Er wurde im Rahmen eines von der Regierung durchgeführten offenen Wettbewerbs entworfen. Trotz seines modernen Aussehens wurde der Entwurf aufgrund seiner Verbindung zur einheimischen indonesischen Architektur ausgewählt. Er basiert auf einem klassischen Gebäude, dem sogenannten Langhaus, und verwendet traditionelle Merkmale, die das Gebäude in drei Teile gliedern. All diese Entwürfe zeigen, dass der Plan für diese Stadt darin besteht, sie in die Natur zu integrieren und viele Grünflächen zu erhalten. Und das ist definitiv ein Vorteil im Vergleich zu bestehenden Städten. Sie können den Raum von Grund auf neu einteilen. Für eine Stadt dieser Größe wäre das definitiv ein neuer Ansatz, wenn Indonesien tatsächlich in der Lage ist, sie zu bauen. Nun, wie genau soll dieses gewaltige Vorhaben realisiert werden? Das Projekt wurde in 5 Phasen unterteilt und die Bauarbeiten sind bereits im Gange, auch wenn die Fristen knapp bemessen sind. Bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel die Regierungszone, haben erstmal Vorrang, während andere Bereiche, wie die Infrastruktur, entsprechend dem Wachstum der Stadt auch in späteren Phasen ausgebaut werden. Die erste und vielleicht ehrgeizigste Phase hat einen Zeitrahmen von nur 2 Jahren und soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Präsident Widodo, der im Oktober aus dem Amt scheidet, hat Nusantara zu seinem Vermächtnis gemacht und plant, die Stadt mit der Eröffnung des Präsidentenpalastes am indonesischen Unabhängigkeitstag, dem 17. August, offiziell einzuweihen. In der ersten Phase wird sich also auf die Regierungszone konzentriert. Darüber hinaus muss die gesamte grundlegende Infrastruktur geschaffen werden, bevor überhaupt jemand hier wohnen kann. Nächsten Bauphasen ist etwas mehr Zeit vorgesehen, wobei für jede Phase 4 bis 5 Jahre eingeplant sind. In Phase 2 wird es große Entwicklungen in den sogenannten Mixed-Use-Areas geben. Das bedeutet, dass Gebiete für Industrie und Gewerbe, aber auch für Bildungseinrichtungen, Lebensmittel und Einzelhandel erschlossen werden sollen. Bis zum Ende dieser Phase, im Jahr 2029, sollen nach den Plänen der Regierung 1,2 Millionen Menschen nach Nusantara umgesiedelt sein. Kaum zu glauben, wenn man sich diese aktuell riesige Baustelle ansieht. In nur 5 Jahren sollen 1,2 Millionen Menschen hier leben? Was sagt ihr? Haltet ihr das für möglich? In Phase 3, die im Jahr 2030 beginnt, wird ein großes öffentliches Transportsystem für die Einwohner der Stadt entwickelt, die Abfall- und Wasserwirtschaft ausgebaut und der Schwerpunkt auf die wirtschaftliche Entwicklung der lokalen Unternehmen gelegt. Im Rahmen von Phase 4 werden regionale Eisenbahnnetze verlegt und aufgrund des prognostizierten Bevölkerungswachstums die Bildungs- und Gesundheitsdienste ausgebaut. Die letzte Bauphase, die rechtzeitig zum 100. Jahrestag der indonesischen Unabhängigkeit im Jahr 2045 abgeschlossen sein soll, sieht eine stärkere industrielle Entwicklung und ein stabiles Bevölkerungswachstum mit einer geplanten Einwohnerzahl von 1,9 Millionen Menschen vor. Das gilt allerdings nur, wenn alles nach Plan läuft. Da es nur noch wenige Monate bis zur offiziellen Eröffnung sind, wird bereits darüber berichtet, dass die Einhaltung der Fristen nahezu unmöglich sei.
Die Bauarbeiten haben sich aufgrund von extrem tropischem Wetter und Problemen in der Lieferkette deutlich hinausgezögert. Es ist eben nicht so ganz einfach, alle notwendigen Ressourcen für den Bau einer komplett neuen Stadt zu beschaffen, vor allem nicht mitten im Dschungel. Übrigens, falls dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und genau hier kommen wir zu den Problemen, die diese neue Stadt mit sich bringt. Werfen wir einen Blick auf die vier Hauptkritikpunkte Nusantaras. Zuallererst müssen wir über den illegalen Bergbau in der Region sprechen. Ostkalimantan verfügt über enorme Reserven an natürlichen Ressourcen wie Kohle, Öl, Nickel und Gold. Nach Erhebungen der Umwelt- und Forstministerin Siti Nurbaya Bakar gibt es allein auf dem Gebiet von Nusantara rund 2400 verlassene Minen. Um den Bau fortsetzen zu können, müssen diese Gruben wieder aufgefüllt werden, und obwohl dies eigentlich von den Bergbauunternehmen durchgeführt werden sollte, zahlt dies nun teilweise die Regierung. Des Weiteren scheint auch die Finanzierung der Stadt eine große Herausforderung darzustellen. Ein Fünftel des 33 Milliarden Dollar Budgets kommt vom indonesischen Staat, aber die restlichen 80% sollen durch in- und ausländische Investitionen finanziert werden, was sich wiederum als schwierig erweist. Denn ein großer japanischer Investor zog sich 2022 zurück, da man sich nicht mehr auf die Rahmenbedingungen für die Investition einigen konnte. Und obwohl Indonesien potenziellen Investoren Steuererleichterungen und Landrechte anbietet, scheint eine größere Privatinvestition gerade nicht in Aussicht zu stehen. Bis Dezember 2023 gab die Regierung bekannt, dass sie Absichtserklärungen von 323 meist asiatischen Investoren erhalten hat. Australien hat sich mit einer relativ geringen Investition und dem Angebot von Fachleuten zur Unterstützung bei der Entwicklung beteiligt. Aber auch aus der Regierung gibt es kritische Stimmen. Kritiker behaupten, dass die Pläne im Eiltempo und ohne angemessene Aufsicht durch das Parlament gemacht wurden, weil Präsident Widodo die Stadt unbedingt vor seinem Ausscheiden aus dem Amt eröffnen will. Die Indigenous People's Alliance of Nusantara, auch AMAN genannt, setzt sich für die Rechte der indigenen Völker ein. In einem Bericht heißt es, dass 21 indigene Gemeinschaften auf dem Gelände von Nusantara leben und schätzungsweise mindestens 20.000 Menschen umgesiedelt werden müssten. Es müssen also noch Lösungen gefunden werden, um die Einheimischen weiter in das Projekt zu integrieren. Viele Bürger sind der Meinung, dass die Regierung das Projekt vorangetrieben hat, ohne die Anwohner angemessen zu berücksichtigen. Und schließlich stellen einige Kritiker die Umweltverträglichkeit von Nusantara in Frage. Zwar soll die Stadt mit grüner Energie betrieben werden, jedoch werden derzeit nur 19% des indonesischen Stroms durch erneuerbare Energien erzeugt. Viele befürchten, dass die riesigen Kohleminen auf Borneo für den Bau der grünen Waldstadt genutzt werden. Die daraus resultierenden Folgen für die Umwelt vor Ort wären verheerend. Abschließend können wir sagen, dass der Weg, der vor der neuen indonesischen Hauptstadt liegt, schwer einzuschätzen ist. Im Hinblick auf die Probleme in Jakarta ist es offensichtlich, dass etwas getan werden muss. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob Nusantara wirklich die optimale Lösung ist. Aber was sagt ihr dazu? Denkt ihr, Nusantara ist eine gute Lösung für die derzeitige Situation in Indonesien? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.